worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. So, schönen Samstagabend, meine Damen und Herren, zu einem ganz besonderen Fellner Live, einem speziellen Fellner Live mit einem ganz besonderen Gast, über den ich mich ganz besonders freue, denn ich kenne die Carina schon viele Jahre. Eigentlich hat unsere Karriere gemeinsam begonnen mit einem Nacktbild. Ja, aber das darüber ist super werden wir später erzähl noch niemand, reden. Wie viele Jahre wir uns darüber kennen. Werden wir später noch reden, über das Nacktfoto, mit dem die Beziehung zwischen der Carina und mir und eigentlich unsere beide Karriere, weil ich habe damals mit einer Tageszeitung angefangen und aus dir ist dann ein Medienstar geworden. Über Nacht. Und dieser Medienstar ist derzeit der Quotenbringer des ORF, denn Carina Sagesowa sorgt wirklich Freitag für Freitag Rekordquoten im eigentlich schwächsten Dancingstars aller Zeit, weil man hat immer gesagt, dieses Dancingstars wird keinen Hund hinter dem Ofen hervorlocken und jetzt ist alles ganz anders. Die Leute sind begeistert und alle wollen eigentlich nur sehen, wie geht es zwischen Carina Sagesowa und Stefan Petzner weiter. Das ist ja Soap-Opera der Superklasse geworden. Ja, es ist ein unangenehmer Vorfall passiert, das niemand erwartet hat. Und irgendwie ist dann auch nicht möglich gewesen, darüber zu schweigen, denn die anwesenden im Saal Menschen das gesehen haben und daraufhin haben mich sehr viele Reporter auch kontaktiert und gesagt haben, komm, wie fühlst du dich jetzt und was auch immer, was passiert mit dir? Carina, wollen wir diese Geschichte mal wirklich so erzählen, wie sie war? Es beginnt ja damit, dass du eine gewisse Provokation gesetzt hast, weil du hast nach dem Tanz des Stefan Petzners, eines angeblichen Tangos, man muss sagen angeblichen Tangos, gesagt, das kann ich nicht bewerten, da gebe ich keine Note her. Warum also, hast du das gesagt? Erstens, du sagst ja auch schon angeblichen Tangos. Ja. Jeder, der den Tanz gesehen hat, hat gesehen, dass da kein Tanz vorhanden war. So wie im Eiskunstlauf gibt es keinen Trick, den man ausführen muss, gibt es auch keine Wertung. Und da wusste ich einfach, da war ich zum ersten Mal auch beim Dancing Stars, ich mache seit 10 Jahren Fernsehshows beim ORF, zum ersten Mal war ich sprachlos, weil ich wusste nicht, welchen Note verdient dieses nicht anwesende Tanzen. Ja? Ja, es haben Figuren gefehlt, so wie wenn einer beim Eiskunstlauf nur ein paar Mal im Kreislauf ziehen gewesen. Ne? Naja, das hat viel mehr gefehlt als die Figuren. Weil, was hat gefehlt? Naja, aus professioneller Sicht sogar die 4 Schritte in eine Richtung wurden nicht gut gemacht. Und die beim Tango Voraussetzung sind, da fangen sie genau, mal an. Und das sind nur Schritte, die geradeaus mit einer Partnerin gemacht werden müssen. So, wenn das schon nicht geht, das ist halt, es tut mir leid, es gibt keine Wertung und es ist auch kein Tanz. Ja? So, zweitens habe ich meine Bewertung, meine Kritik mit den Worten angefangen, es tut mir sehr leid, und das kann man noch einmal anschauen, wiederholen, ausschneiden, was auch immer, nehmen Sie es nicht persönlich. Das waren die ersten Worte, die ich gesagt habe, weil ich habe ein gutes Menschenkenntnis, ich sehe schon die Person ein bisschen dahinter, ich verstehe, dass nicht jeder gleich Kritik nimmt, und ich habe gesehen, wie angespannt Herr Petzner ist und wie sehr er auf bessere Kritik wartet, weil seiner Meinung nach war das schon eine Bewegung. Ja. So, danach habe ich gesagt, was ich gesagt habe. Ja, es war kein Tanz, es war keine Steigerung und es tut mir leid, das kann ich nicht bewerten. So, mehr als das war es nicht. Ich bin seit 20 Jahren auf der Bühne, ich bin professionelle Tänzerin und ich habe nur Schritte und Tanz bewertet, keine Person wobei dahinter. Dazu sind die anderen Juroren waren teilweise auch nur mit einem Einser unterwegs. Also so viel warst du von denen nicht weg. Nur vielleicht etwas outspokener, um es so zu sagen. Ne? Das Ding etwas mehr beim Namen genannt. Ja, also ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Vielleicht auch, weil ich eine Frau bin, hat das der Stefan Petzner eher noch mehr zu Herzen genommen. Keine Ahnung. Vor mir hat Dirk Heidemann gesagt, wenn Aliens kommen würden, würden sie sofort abhauen, wenn sie ihren Tango sehen. Ich meine, das ist ja auch, wenn man jetzt alles beleidigend nehmen möchte, ist das ja sehr wohl beleidigend auch. Ja? Und dann, Carina, kam eine Werbepause und plötzlich stand der Stefan Petzner vor deinem Jurytisch. Ja,
Also nicht sehr plötzlich. Und was ist dann passiert? Der stand also da vor dem Jury-Tisch, der ist allerdings natürlich viel dünner als dieser Tisch, und stand vor dir. Und was war? In der Sekunde, wo die Kameras ausgeschaltet wurden für die Zip-Flash-Pause, ist er auf den Tisch zugelaufen mit ausgestreckter Hand und hat, wenn ich das nachmachen darf, er hat gesagt, du wirst mich nicht beleidigen. Relativ schreiend. Danach kamen noch irgendwelche Sätze, an die ich mich nicht mehr erinnere. Und ich meine, alle anderen Juroren haben sich zur Seite gebeugt, weil sie sich erschreckt haben. So wie ich sowohl auch. Ja. Und das war ein schockierender, unangenehmer Moment. Erstens. Und der hat so gemacht. Ja. So ist du. Und das war auch also wie in einem eher negativen Horrorfilm. Ja. Und das hat man einfach nicht. Okay, ich wurde jetzt nicht mit dem Messer geschnitten oder verletzt. Ich habe auch nicht sofort geschrien, oh mein Gott, ich sterbe. Ich war wirklich negativ berührt. Das hat nicht zu passieren. Und er hat gesagt, ich werde Ihnen noch zeigen, sozusagen, was passiert, wenn Sie das noch einmal machen oder so ähnlich. Ich, ne? ich will das nicht, es ist nämlich sehr gefährlich, auch in jeder Zeit. Ich will das nicht genau hervorrufen, weil ich mich nicht erinnere. So, ich möchte auch keine Lügen erzählen, damit nun nicht aus einer Tanzshow eine Gerichtsverhandlung wird. Deswegen sage ich ja, ich erinnere mich an diesen Satz, und das war unangenehm, hat auch absolut inakzeptabel. Auf jeden Fall ist ein Wortschwall über dich hereingebrochen, weil es war nicht nur ein Satz, es waren ein paar Dutzend Sätze. Ja, wenn ich das richtig gehört habe. Laute. Ne? Ja? Ja. Er hat sozusagen seine Wut an dir ausgelassen, könnte man sagen. Ja. Und das ist ja noch nicht passiert. Jetzt muss man dazu sagen, du bist jemand, der Gentleman liebt, richtig? Also und gutes Benehmen und so, das ist ja ganz besonders wichtig, wenn da einer kommt. Nein, wiederhol das nicht, das wird mir gleich übel. Ja? Nein, das gehört sich nicht. Also ein erwachsener Mann, der gut erzogen ist, der eine Fernsehsendung macht, der eine Karriere hinter sich hat. Ich meine, wie? Ich meine, sogar wenn das ein Kind macht, sagt seine Mama, mach das nie wieder, das ist unhöflich, das ist schrecklich. Oder entschuldige dich bei der Dame. Ja? Das ist einfach, hat nicht stattzufinden. Ja. Und dann hast du nach der Sendung das Kind beim Namen genannt und gesagt, ich fühle mich bedroht von den Menschen. Ja. Und das ist wahr. Ja. Und zwar, wieso fühlst du dich bedroht? Weil ich erstens den Herrn Petzner überhaupt nicht kannte, wie vorher, nicht kenne. Und ich, meiner Meinung nach, wenn ein Mann in einem Zustand des Wutes bei einem Kommentar, bei einer Tanzshow, dass er eigentlich wissen sollte, dass irgendwann kommt, wenn er sowas macht, ist dieser Mensch nicht zu berechnen, er ist unzurechnungsfähig für mich. Mhm. So, wie kann ich wissen, dass er nachher nicht noch mehr seine Wut aufpeppt. Vielleicht, was anderes passiert. Vielleicht, was auch immer, am Abend sich entspannt ein Gläschen trinkt und sagt, fahr mal zu Sarkisov und sagen ihr, was wir denken. Keine Ahnung. Ja, also, sowas geht einem, ehrlich gesagt, durch den Kopf. Und jetzt hast du den ORF gebeten, dir Bodyguards zu geben. Es war nicht so ganz. Es war Vorschlag des ORF sogar. Mhm. So, ich war auch nicht die Einzige, die gemeint hat, das ist bedrohlich und ich möchte jetzt nicht alleine ins Hotel fahren und dort alleine auch im Zimmer sein. Es wurde sofort ein Ja-Wort gegeben, also es wurde sofort von allen zugegeben, dass es notwendig ist. Und jetzt hast du Bodyguards, wenn du bei Dancing Stars auftrittst. Nicht in deinem Privatleben in Budapest, aber in Wien, wenn du bei Dancing Stars bist, hast du zwei Bodyguards, ist das richtig? Im Moment schon, ja. Ja? Wenn sich nichts anderes ergibt. Und deren Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass dir der Herr Petz dann nicht noch näher kommt, als er eh schon gekommen ist. Ja, weil ich möchte einfach diese unangenehme Situation nicht mehr erleben. Wissen Sie, beim ORF gibt es sehr viele Gänge, Maske, Toiletten, was auch immer. Ja? Wir spazieren da vor der Sendung alle quer und durch herum. Wir sehen auch die Tänzer, wir sehen die Promis, die Profis. Und ich will einfach das nicht mehr erleben. Ja? Egal, also du ob das passiert oder nicht. Wirklich vor mir, es ist nicht jetzt, ich fürchte mich um mein Leben oder ich glaube nicht, dass er mir was wirklich antun kann. Ich möchte keine unangenehme Situation bei meinem Arbeitsplatz, bei einer positiven Unterhaltungsshow. Mhm. Und jetzt spaltet ja diese Affäre das ganze Land. Denn der Stefan Petzner hat ja, das hätte man sich ja nicht zu träumen gewagt, plötzlich ganz viele Fans. Teilweise natürlich aus Jux,
weil die sich einfach einen Spaß machen und sagen, das schauen wir uns an, ob einer, der absolut nicht tanzen kann, vielleicht Dancing Stars gewinnt. Wie siehst du denn das? Jetzt gibst du eine Fachwertung ab, die ist absolut katastrophal und heißt eigentlich, der Mensch soll aus der Show verschwinden, weil er hat da nichts verloren. Und das Publikum votet den praktisch auf Platz 1, wie wir von hinter den Kulissen wissen, weil die sich halt einen Jux machen. Gibt ja dieses herrliche Theaterstück, einen Jux will er sich machen. Ja. Machen sich einen Jux, rufen an und wollen den zum Dancing Star-Sieger machen. Was ist denn das? Ist das richtig, dass es so eine Publikumswertung gibt? Oder sollte nicht die Jurywertung mehr zählen? Ich finde es richtig, weil an der ersten Stelle ist das eine Unterhaltungsshow. Bei dieser Unterhaltungsshow gibt es 4 Juroren. Und unsere Aufgabe ist, professionell über den Tanz zu urteilen, was wir auch beinhart machen und machen müssen. Ich finde, wenn ich jetzt anfange, jeden Kandidaten zu therapieren und zu streicheln davon und zu sagen, oh mein Gott, ach du Arme, ich weiß, du hattest schlechte Kindheit, na, dann gib mir dir einen Zehner, weil dein Leben ist ja so. Die schlechte Kindheit beim Petzner war der Heiler. So weit weiß ich nicht. Ich kenne mich auch mit Politik nicht aus. Ich habe jetzt nicht persönlich den Herrn Petzner gemeint, meine insgesamt. So, das ist meine Aufgabe. Beinhart werde ich sie durchziehen und meine, dafür werde ich geholt, bezahlt, was auch immer. Ich sitze dort am Tisch dafür. Publikum kann entscheiden, wie das Publikum möchte. Und wenn es mehr Spaß macht, den Herr Petzner zu sehen, wie er sich quält, ja, beim Tanzen, wenn es Spaß macht, jeden Tag die Zeitung auszuschlagen und das Wort Krieg und Klage, Duell, was auch immer zu sehen. Du bist ja ein Zeitungstier, also Magazinkönig, was ich weiß nicht, wie man sonst dich nennen kann, Tikon des Schlagzeilen. Ja, danke. Ja. So, wenn man das möchte, dann war es klare Aussage der Österreicher. Jetzt sage mal, wie bewertest du generell diesen tänzerischen Auftritt des Petzner? Generell. So wie du ich meinst, ihn bewertet habe. Du meinst, der hat schon nichts verloren? Tänzerisch? Ja, tänzerisch. Nichts. Aber das wusste er wahrscheinlich. Also ich meine, das kann man ja nicht so sagen. Man holt die Promis, ja, die sagen zu und dann beginnt das Training. Ja. So, ich kritisiere nicht seine Zusage und seine Anwesenheit bei der Show. Aber wenn wir bei Show 3 oder bei Show 4 keine nicht einmal ein bisschen Steigerung sehen und ein Mensch über die 4 Schritte stolpert oder schon beim Stehen unsicher aussieht, dann kann man schon klar sagen, da ist nichts mit Tanzen. Es tut mir leid, nein. Er sagt ja, du solltest ihn ja eigentlich bewundern, weil er hat 2 linke Beine, er kann nicht tanzen und er müht sich einfach wie ein armer Hund ab, da mitzumachen. Und er meint, das macht auch seine Popularität bei den Zuschauern aus, dass die sagen, sie tanzen alle genauso schlecht wie er und wenigstens wird aber einer, der überhaupt nicht tanzen kann, da mitgenommen. Also, findest du das eine gute Idee, dass da einer, der überhaupt nicht tanzen kann, mitmacht? Oder sagst du, da hört sich eigentlich dann der Spaß irgendwann einmal auf? Das ist so ein bisschen genauso wie mit dem am Kopf streicheln und schlechter Kindheit. Ich sehe einen gesunden Mann, der gehen kann, der reden kann, der keine Krücken hat, der nicht jetzt irgendwie behindert ist. Ich als Jurorin verstehe nicht, warum er sich nicht anstrengen kann. Vielleicht sagen kann man immer alles, aber dieser Mann kann mit Sicherheit mehr trainieren. Er du kann sagst, er trainiert so wenig. Der könnte natürlich, viel mehr, er ist ja der nicht, könnte viel besser es sein. Es tut mir leid, er ist ja nicht behindert irgendwie. Ich habe gefragt, Stefan, sind Sie gesund? Können Sie die Hand zur Seite strecken? Können Sie Ihr Bein nach vorne strecken? So, er kann das. Das bedeutet für mich, wenn du tanzen möchtest, beißt du dir in den Arsch und du trainierst so viel, bis das besser aussieht. Du findest, dann, der müsste eigentlich mehr trainieren und der könnte das besser, wenn er wollte? Relativ, weil da ist auch eine andere Sache dabei, absolutes Talentabwesenheit. Es gibt natürlich sowas wie Talentlosigkeit, komplette genau. Talentlosigkeit. Das ist bei ihm auch das leider. Das ist bei ihm gegeben, leider, findest du? Leider, ja, leider. Du findest, der wird nie tanzen können?
Also beschwingt, leicht und so, dass den Menschen das zum Zuschauen Spaß macht, bezweifle ich sehr. Ich möchte keine Prognose für sein Leben abgeben. Vielleicht möchte er dann später an der Staatsoper arbeiten oder sogar meinen Platz als Prima Ballerina annehmen. Niemand weiß, das ist ja, Scherz, das ist ein Scherz, bitte nicht titeln damit. Aber das ist wirklich, also ich, wie gesagt, ich arbeite seit 20 Jahren im Theater, ich weiß, wie ein Tanz aussieht. Also du findest, das ist eine Katastrophe, was der abliefert? Tänzerisch ja. Mhm. Und wenn jetzt das passiert, dass das Publikum den immer weiter votet, weil der wird ja von der Jury immer am letzten Platz landen, soweit das absehbar ist, er wird aber immer mehr Stimmen als der Vorletzte haben, das heißt, er wird immer weiter kommen. Was ist, wenn der dann im Finale ist? Ist dann der Punkt gekommen, wo es eigentlich keinen Sinn mehr macht, der Jury zu sein, oder was sagst du dazu? Nein, überhaupt nicht. Nach wie vor werden wir gebraucht. Das ist das Konzept der Sendung. Mhm. Und ich bezweifle sehr, dass der Stefan Petzner, auch wenn er die Show gewinnt, plötzlich dann die Jury für die nächsten 10 Staffeln Dancing Stars abschafft. Das glaube ich nicht. Das ist ein BBC-Konzept, den wir genauso nachmachen wie in jedem anderen Land. Ja, also, aber du bist der Meinung, er ist der Schlechteste, der bisher da war? In allen Staffeln, die ich je gemacht oder gesehen habe. Ist er der Schlechteste? Ja. Zwei linke Beine oder was ist das Problem? Keine Ahnung, was das Problem ist. Er ist vielleicht genial bei sehr vielen allen anderen, bei vielen anderen Sachen. Es gibt Menschen halt, die gut im Büro sitzen und die alles. Ich kann zum Beispiel, wenn ich ein Papier sehe mit draufgedrückten Sachen, habe ich schon Würgereflex. Ja? Ich kann zum Beispiel nichts machen, was damit zu tun hat. Ich verpasse alle Rechnungen und Sachen. Ja? Also ich möchte nur ein bisschen, du drückst sehr drauf, dass ich sage schlecht, schlecht, schlecht. Aber ich erkläre dir, im Tanz. Keine Begabung für Tanz, in Tanz schlecht, derweil. Es mag sein, dass ein Wunder passiert. Also wir hoffen auf das Wunder. Liebe Carina, war wunderschön, die erste Runde mit dir zu drehen. Nicht tänzerisch, aber Talkshow-mäßig. Jetzt gehen wir in eine kurze Werbepause. Ich garantiere, dass ich nicht so zu dir komme wie der Stefan Petzner, sondern es wird eine nette Werbepause werden. Und wir sind hoffentlich beide in Kürze wieder unverletzt zurück. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch, wirklich kritisch. Fellner live. Ja, Dancing Stars heute Abend an diesem Samstag zu Gast bei Fellner live. Und nicht irgendein Dancing Star, sondern der schönste Dancing Star, beziehungsweise die schönste Jurorin, Carina Sakisova. Freue mich erstens extrem, dass du bei der Jury wieder dabei bist und dann natürlich besonders, dass du heute bei mir bist, Carina. Wenn wir mal dieses Dancing Star so Revue passieren lassen, dann sagen viele, man soll froh sein, dass der Petzner dabei ist. Es ist das fadeste und schlechteste Dancing Star, das es je gegeben hat. Stimmt das oder würdest du da sofort widersprechen als kritische Jurorin? Ich würde da sofort widersprechen. Erstens einmal ganz am Anfang der Staffel ist das immer so. Egal, wer tanzt. Auch wenn wir jetzt, keine Ahnung, den Präsidenten holen, ist das am Anfang eher langweilig, weil alles sich einspielt. Ja, auch sogar die Juroren und Moderatoren. Alle beginnen dann erst richtig zu tanzen, richtig zu blabbern und viel zu tun, so ab der Hälfte. Ja? Und dann wird es auch lustig. Natürlich, jedes Skandälchen oder Vorfälle und Sachen, die halt wie jetzt passiert sind, peppen das ein bisschen auf. Aber das war keine Absicht. Gestern war ja Rekordquote, kann man sagen. Nicht, aber dank dir. So, weiß ich nicht, das habe ich nicht beabsichtigt. Aber wie gut sind denn die Tänzer diesmal? Sind die besser als früher oder schlechter oder ist das eh immer gleich? Es hat ungefähr die gleiche Prozent an Guten und Schlechten jedes Mal. Mhm. Ja. Generell natürlich ein paar Tänzer sind extrem gut. Ja. Wenn ich jetzt nennen darf, zum Beispiel die Nicole Wiesner oder die Lise Görgel, die Ski-Olympiasiegerin. Also sie ist wirklich... Die findest du extrem gut. Liebling und mein Geheimtipp, auch weil sie meine Kolumnistin ist ja die Lise Görgel. Was ist
ist das Gute an der Liz Görgel. Sie ist eine Skifahrerin, die ja auch nie tanzen konnte, aber sehr musikalisch ist, muss man dazu sagen. Was ist das Gute an der Liz Görgel? Also erstens einmal ist sie trotz ihren vorigen Berufs ein Bühnenmensch. So, wenn sie auf der Bühne steht, erleuchtet das ganze Raum. Man spürt die Energie, auch über den Bildschirm. Das Publikum sieht ihre Augen, alles ist so. Sie performt, sie macht eine Vorstellung. Und jeder Tanz, den sie uns bis jetzt gezeigt hat, war perfekt ausgeführt. Okay, da und dort gab es vielleicht ein paar Fehler von der Jury, aber das ist jetzt nicht gravierend und das ist, um sie nun noch mehr zu perfektionisieren. Und jeder Tanz ist, wie gesagt, eine Unterhaltung. Also die gefällt dir sehr gut, weil sie ist eigentlich eine Sportlerin. Viele Sportler haben ja Probleme gehabt mit dem Tanzen, viele, aber sie bewegt sich fast wie eine Gazelle. Ein bisschen, ja, sehr grazil. Bei jedem Tanz weiß sie, sie kann schnell und langsam. Sie ist hübsch und sympathisch, hat eigentlich alles. Ne? Ja, also für eine Tänzerin alles und bemüht sich. Also sie ist auch sehr klug. So, sie wechselt auch ihr Stil jedes Mal und passt sich auch dem sehr gut an. Also sie ist nicht gleich bei jedem Tag. Also könnte ja auch eine Geheimfavoritin von dir sein, aber das wollen wir ja noch nicht verraten. Nein, noch nicht. Ja? Und dann gibt es die Nicole Wiesner, die war ja ein kompletter Außenseiter, mit der hat ja gar niemand gerechnet. Man hat auch dort, wie Gaga ist jemand, der Frauenboxen betreibt. Aber die ist doch eine Überraschung, oder? Die ist eine sehr positive Überraschung, auch eine sehr gute Tänzerin, sehr kluge Tänzerin. Das ist nämlich so wichtig, das glaubt niemand. Wenn man einen Kopf hat, wenn man weiß ganz genau, wie man sich alles merken soll, wie man das ausführt, es ist das Wichtigste, einer der Wichtigsten. Weil es gibt auch im Theater, so viel habe ich erlebt, schierste, unbegabteste Tänzerinnen der Welt waren die besten prima Ballerinas, weil sie klug waren. Und eben die Wiesner und auch die Liz Görgel sind sehr arbeiten mit Kopf. Ja, die Wiesner vor allem, ne? Da merkt man, die hat das wirklich behirnt, die Sache, die sie macht. Ja, ja. Sie erlaubt sich auch keinen Fehler, also sie ist auch sehr kritisch zu sich. Und wie ich auch, das muss ich auch erwähnen, also niemand von den Frauen nimmt die Kritik, obwohl wir die alle auch sehr streng kritisiert haben, so ernst, also so beleidigend. Ja. Die gehen ins Saal am nächsten Tag, erinnern sich, aha, Carina und der gesagt haben, Schulter runter, Kopf hoch, das und das, okay, das werde ich jetzt machen. Ja. Und dann gibt es die Dame, die mit einer Dame tanzt, ich glaube Andrea Ernst heißt sie. Virginia Ernst heißt sie. Was hältst du denn von der? Ich meine, das ist ja eine Provokation eigentlich. Toll. Ne? Nein, also irgendwie ist das, hört das sich sehr provokativ an und haben ja alle so ganz heiß drauf gewartet, was wir denn jetzt sehen werden. Sie macht das perfekt. Also ich habe das nicht erwartet, dass es sowas überhaupt möglich ist. Erstens, als Frau in der Rolle des Mannes im Tanz zu springen, ist extrem schwer, weil ein Mann viel mehr körperliche Kraft braucht. Sie machen auch Hebe, sie hebt ihre Partnerin in die Luft und sieht auch teilweise wie Partner aus. Also wenn man kurz vergisst, dass es eine Frau ist, denkt man, man sieht ein Paar tanzen. Und das ist eigentlich eine Magie und zum ersten Mal bei den Dancing Stars. Also zwei Daumen rauf. Und bei den Männern ist es ein bisschen dünner gesät, diesmal das Talent. Wie immer, da überall. Da haben wir unseren schwarzen Kabarettisten, den Soso. Wie gefällt dir der? Der ist eigentlich, am Anfang habe ich ihn als sehr unbeweglich eingestuft. Mhm. Ich dachte mir, das wird schwer jetzt zum Schaukeln zu bringen. Er hat sich aber sehr verbessert, so, das muss ich sagen. Also der macht das, was der Petzner nicht macht, deiner Meinung nach. Der trainiert und der legt an Talent und an Können zu. Ja, der hat sich verbessert. Ja. Und dann gibt es den Michael Schottenberg. Oh, das ist überhaupt mein Liebling. So wie ich schon ein Liebling. Älteres Kaliber, aber dein Liebling. Mein absoluter Liebling. Wieso? Mein Liebling, weil man soll natürlich das Alter nicht vergleichen, aber trotzdem, in seinem Alter, in seiner Kondition, sieht er fitter, besser, schneller, lustiger, tanztoller als jeder andere jüngere Mann, der jetzt bei der Staffel dabei ist. Einfach unglaublich. Ja? Jede Bewegung ist scharf. Der schafft noch dabei mit allen
zu flirten. Er kontrolliert sein Gesicht, er macht es lustig, er tanzt richtig. Mhm. Das ist sehr wichtig. Also er tut nicht wischiwaschi Kabarett, sondern er tanzt, spielt dabei und es sieht leicht und toll aus. Ja? Mhm. Das ist wirklich Respekt und Hochachtung. Also da haben wir der Karina Sakisova zumindest einmal das Geheimnis entlockt, dass der Michael Schottenberg ihr Liebling ist bei dieser Folge. Hättest du die ersten Sendungen richtig geschaut, hättest du schon gewusst. Hätte man das bereits gesehen. Ja. Aber das hat sich vertieft sozusagen, diese Liebe zwischen dir und dem 70-jährigen Michael. Der immer Schauspieler war, muss man dazu sagen, und zwar ein begnadeter Schauspieler, aber getanzt hat er meines Wissens doch nicht. Also der hat sich das wirklich antrainiert. Er war Volksopern direkt. Volkstheater. Also deshalb, bei der Volksoper hätte er tanzen müssen, beim Volkstheater nicht. Na, direkt muss er nicht tanzen. Aber na ja, er war Schauspieler auch. Mhm. Er war begnadeter Schauspieler, der Mann von der Maria Bill. Hat einen unglaublichen Schmäh drauf. Also ich weiß, wie man mit dem Publikum umgeht, aber tanzen, ich ziehe meinen Hut vor ihm, dass er das so gelernt hat. Oh, ne? Total, ja. Sehr, sehr wirklich toll. Und ich bin jedes Mal begeistert. Und eben, wie gesagt, Tanz ist etwas Positives und Leichtes. Und man soll nicht bei dem, während jemand tanzt, sich so zusammenziehen und denken, oh Gott, schafft er das jetzt? Oh mein Gott, oh, jedes Mal so tun. Beim Schottenberg sitzt man da und denkt sich, ist das schön, unglaublich. Das ist Tanzen. Tanzen muss eine Freude machen, den Zuschauer auch. Und dann hast du in dem ganzen Potpourri noch den Stefan Petzner. Jetzt kommt er noch einmal. Nicht nur ich habe ihn. Also, pass auf, er wird mir schon so zugeordnet. Ja. Also alle haben ihn. Ja, es ist halt, bei ihm ist das schwer zu schauen. Den liebst du noch nicht, im Gegensatz zum Schottenberg. Schau, nochmals, persönlich ist mir jeder der Kandidaten nicht wichtig. Ja? Ich gehe nicht nachher mit denen, auf ein Gläschen und so weiter. Ich fahre nach Hause zu meiner Familie und dann am nächsten Tag gehe ich arbeiten in mein Theater. Deswegen lieben, nicht lieben, es ist alles nur wegen dem Tanz. Aber wie gesagt, es ist schwer, dem Herrn Petzner beim Tanzen zuzuschauen. Man hat Angst um ihn, um seine Partnerin und man hofft, dass es gut ausgeht. Gibt es eigentlich einen Tipp von dir, wer das gewinnt? Nein. Erstens ist das fast nie möglich. Ja? Ja. Es hat auch selten was mit dem Tanzen oder mit Tanzkönnen zu tun gehabt. Wie Österreicher an den Tag veranlagt sind und wer plötzlich der Liebling wird und was sich alles noch bis zum Finale ereignet, weiß man ja nicht. So, deswegen würde ich überhaupt nicht sagen. So, tänzerisch gesehen natürlich vielleicht einer der Damen, Lies Görgel ist die natürlich auch viele Fans hat schon wirklich am sehr guten Weg und sie ist mit vollem Biss dabei, auch die Wiesner. Gut, aber vom Charme, wer weiß. So, das war die zweite Runde, die zweite Tanzrunde mit Karina Sakisova. Bevor wir die dritte Runde drehen, noch eine kurze Werbepause und dann will ich von ihr ein bisschen was persönlich wissen. Ich habe sie selber ein bisschen aus den Augen verloren. Ich weiß so viel über deine Vergangenheit, aber so wenig über deine Gegenwart. Aber das werden wir gleich nachholen. Wir sind gleich wieder zurück. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, Dancing Stars heute bei Ö24 TV und bei Fellner Live. Karina Sakisova ist da. Freue mich ganz besonders, dich wieder mal zu sehen. Wir haben ja viel miteinander zu tun gehabt, weil ich stand ja ein bisschen am Anfang deiner extremen Popularität, die du in Österreich hattest, und zwar mit einer ganz blöden Geschichte. Ich habe ein Nacktfoto von dir veröffentlicht. Mhm. Ja, und das hat zur Folge gehabt, dass dich die Oper unter damals Führung, glaube ich, des Herrn Direktor Holländer schlicht und einfach hinausgehaut hat. Ne? Nicht so ganz. Möchtest du da tiefer ins Detail gehen oder passt das schon so? Ein, zwei Sätze ins Detail vielleicht. Ja? Nein, erstens, das Foto hat Wiener Magazin veröffentlicht, das schon war davor. Ich habe es dann am einen Tag, bevor der Wiener erschienen ist, haben wir es in Österreich gebracht. Nein. Warte. Ich war nicht so ganz. Das war schon lange da und alle haben es schon gesehen und niemand hat es interessiert, weil ich habe keine Popularität hervorrufen wollen. Also das war jetzt kein plötzlicher Akt,
nacktes, jetzt will ich berühmt sein. Das war nicht so, wie viele berichten. Ich habe diese Fotoshooting gemacht, es war lange am Markt, diese Zeitung war nicht mal mehr zu kaufen und die Direktion hat sich gewechselt. So, es ist Manuel Legri mit Dominique Maillet gekommen und Manuel Legri meinte, hat mir die Zeitung auf den Tisch gelegt und hat gesagt, das möchte ich in meine Kompanie nicht. Auf Wiedersehen. Nur wusste er damals nicht, dass das rechtlich so nicht geht, dass ich auch nichts gegen den Gesetz gemacht habe. Und so kam die ganze Geschichte dann in Österreich zuerst. Ja. Und dann wurde es eine Riesenaufregung. Der Wiener hat das Bild noch einmal gebracht. Und ja, alle. Dann vorher das, die ganze Welt hat das gemacht und hat dich in voller Pracht bewundern dürfen. Ja? Und das haben sehr viele gemacht und dich dann auch ins Herz geschlossen etc. Es hat einen kleinen Aufstand gegeben oder sogar einen großen Aufstand, wie immer, wenn es um die Staatsoper geht. Und es war eine Riesenaufregung, dass du nicht gehen sollst, sondern bleiben. Und ich glaube, du hättest dann ja sogar bleiben dürfen. Ich bin auch geblieben. Ich bin Jahr zurück. Mhm. Ja, ich bin zurückgegangen, zurückgenommen worden, weil es musste sein. Ich habe noch ein Jahr dort gearbeitet, aber verstanden natürlich, dass der jetzige Direktor negative Gefühle für mich hat, auch weil er gezwungen worden ist, mich zurückzunehmen. Das bedeutet, ich verstehe ihn. Wir sind auch nicht schlecht miteinander. So, ich habe mit ihm geredet und ich war ja schon seit 11 Jahren Prima Ballerina an der Wiener Staatsoper und ich habe auch gedacht, ich tanze immer die gleichen Hauptrollen und so weiter und so fort. Zeit zu gehen, zu wechseln. Ich habe mit ihm geredet und habe gesagt, schau Manuel, vertschüssen wir uns. Mir wird es besser gehen und dir auch. Und dann hast du dich nach Budapest vertschüsst. Genau. Du warst ja damals schon Mutter, du hast damals schon einen Buben gehabt, der muss schon gute 10 Jahre gewesen sein oder sogar älter. Ne? Und so in etwa. Wann war denn das? So vor 4 Jahren, wie du nach Budapest gegangen bist? Vor 6 Jahren. Vor 6 Jahren, die Zeit vergeht. Und dann bist du nach Budapest gegangen und spielst jetzt deine großen Rollen in Budapest. Bist jetzt Prima Ballerina an der Budapester Staatsoper. Ja, auch Choreografin. Ich choreografiere seit 2 Jahren Neujahrskonzerte für Ungarn. Das wird auch im Fernsehen gezeigt. Ich choreografiere ungarisches Opernball. Und nächste Saison habe ich ein ganzes Ballett bekommen. Das heißt, du hast dort eine Riesenkarriere gemacht, obwohl du vorher eh schon Prima Ballerina warst. Aber es ist noch viel mehr dazugekommen. Ja. Und du bist auch Prima Ballerina dort. Ja. Zum Beispiel tanzt du derzeit was? Derzeit kommt Silvia. Morgen tanze ich 5 Tangos von Hans van Manen, was auch an der Wiener Staatsoper. Bereits morgen. Was auch an der Wiener Staatsoper früher gelaufen ist. Danach kommt Silvia Ballett, was auch sehr, sehr anstrengend ist, was vor kurzem auch Premiere war an der Wiener Staatsoper. Also es läuft immer. Danach haben wir Schneewittchen und 7 Zwerge. Dann ist eigentlich Saisonende. Na sehr, also das ist doch 3 volle Stücke bis Sommer. Ja. Und wir proben die jetzt alle schon gemeinsam. Und dann choreografiere ich noch für Sommer ein großes Stück für die ganze Kompanie. Und daneben organisierst du den dortigen Opernball mit? Ja. Also und machst diverse Fernsehsachen? Ja, das ist jetzt schon vorbeigegangen, ja. Also, und das ist schon ungarisch? Du, das ist eine Sprache, die mich an nichts erinnert. Ja, ich kann. Ich kann es schlecht verbinden, bitte teste mich jetzt nicht. Ich verstehe fast alles. Aber weißt du, in meinem Beruf braucht man das nicht. Wenn ich dann angefangen habe zu choreografieren und ein bisschen mehr in Ungarn zu machen, dann habe ich verstanden, das habe ich ein bisschen mehr gelernt. Aber ansonsten, diese Sprache ist... Ja, und dann, ich meine, du hast ja eine unglaubliche Geschichte, weil du bist ja in frühester Kindheit eigentlich nach Österreich gekommen, hast dich dann da durchgekämpft, ich glaube sogar ohne Eltern, wenn ich richtig informiert bin. Ja, von St. Pölten aus, glaube ich, ne? Ja. Bis an die Wiener Staatsoper. Also eine irre Story, wo man vor dir nur den Hut ziehen kann. Ich habe die Story ja das eine oder andere Mal gehört, habe dich jedes Mal bewundert für diese Löwin, die du eigentlich bist. Und wie du das gemacht hast, hast dann auch ein Kind bekommen. Einen Mann gehabt? Bist du eigentlich noch verheiratet oder ist das schon erledigt, diese Ehe? Nein. Ich bin geschieden. Also wir waren 11 Jahre verheiratet und Kind ist auch in der Ehe entstanden, also falls andere Spekulationen gibt. Wir waren 11 Jahre glücklich verheiratet. Sind zwar geschieden, aber in einer guten Beziehung miteinander. Gabriels Vater ist unglaublich guter Vater, der beste Vater auf der Welt, weil er macht alles, was seine Erziehung und was auch seinen Sport betrifft, weil Gabriel ist professioneller Skifahrer und fährt jetzt Ski. Dein Bub, fies, muss man dazu sagen. Ja. Dein Bub ist ein Ski.
Profi, ein Jugendlicher. Rennfahrer, ja, ja. Ich fährt jetzt Fiesrennen in allen möglichen. Wie macht er das? Du fährst mit ihm dann jedes Wochenende? Nein, der Papa, das sage ich ja. Also der Vater fährt mit ihm nach Kitzbühel oder wo fährt er? Überall, Kitzbühel, Italien, Deutschland und so, überall, wo. Es ist unglaublich, dass ein Wiener Kind sich zu einem Schießer entwickelt, ne? Naja, es gibt selten, obwohl es doch gibt. Ja. Es ist auch sehr schwer mit den Trainings, weil die fahren während der Schule, also jeden Mittwoch dann, nachdem die Schule dann um 17 Uhr aus ist, noch 70 Kilometer nach Simmering trainieren und dann nach Hause zurück und dann noch Hausaufgaben. Also es ist schon sehr viel. Und deswegen sage ich, es ist der beste Vater der Welt, der kümmert sich so gut um Gabi. Also der kümmert sich nach wie vor um deinen 16-jährigen Buben und der 16-jährige Buben, das ist ja auch sein Sohn, der lebt in Wien. Ja. Beim Papa. Ja. Und du lebst jetzt in Budapest und hast dort, gibt es wilde Storys drüber, ein zweites Kind bekommen von einem Berufskollegen. Ja. Ja? Und das ist mittlerweile auch sozusagen im Butter, der ist dein Lebensgefährte geworden oder was ist aus dieser Geschichte geworden? Also ganz genau möchte ich das nicht definieren und ich will auch nicht zu viel über eher komplizierte Story über mein Privatleben leben. Ja? Ja, ja, er hat sich scheiden lassen, das weiß man und ja, er ist der Vater meines zweiten Kindes und größten Teil des Zeites verbringen wir gemeinsam, also vor allem auch das Kind mit Papa. Das Kind ist 4 Jahre und ist ein Ungar. Nein, eigentlich. Das Kind ist Österreicher. Ja, aber vom Feeling ist auch ein Bub, oder? Er ist ein Bub, aber er spricht nur Russisch und Englisch. Verstehe. Und lernt jetzt Deutsch, weil er geht in ein englisches Kindergarten. Zu Hause sprechen wir Russisch und wird jetzt Deutsch lernen, weil er österreichischen Pass hat. Und Carina, wo ist es denn schöner zu leben? In Wien oder in Budapest? Ah, soll ich jetzt ehrlich sein? Ja, bitte. Ja. So, schöner zu leben ist in Wien natürlich. Wien ist sauber, da gibt es wirklich viel Luft zu atmen, ist aufgeräumt, ist toll. Budapest ist natürlich da ganz anders, ist da und dort schmutziger, komplizierter, aber von der Seele etwas, ja, und von Menschen her, von der Mentalität der Menschen, ist mir in Wien ein bisschen oft zu viel Neid und zu viel. Ja, du hast das ja erlebt an der Oper, nicht? Dieses ganze Intrigantentum. Nicht nur an der Oper, nein. Ich meine auch generell auf der Straße und so. Das spürt man sofort. Also vor allem, wenn man hier 50-50 da und dort lebt, ja, spüre ich das jede Woche, wenn ich nach Wien komme, wie müde alle sind und wie man ständig über etwas meckert und lästert und na, wie geht's dir? Na, ich weiß es nicht. Und diese ständige, also das ist ein bisschen so langsamerer Start, wo man auch nicht gern sagt, du, super geht's mir, alles gut. Ja, da gibt's ein bisschen nicht diese Energie. In Budapest ist umgekehrt. Alles ein bisschen schmutziger und schlechter, aber die Menschen sind energischer drauf. Und das gefällt dir besser? Nein. Mir gefällt weder das noch das zu 100% nicht. Ja? Also ich hätte gerne einen Mix. Genau. Aber ich habe ja einen Mix. Kalifornien wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Nein, auch nicht meins. Ja? Du, Carina, jetzt kommt ein neuer Staatsoperndirektor, ja? Der mag dich ja und der ist ja auch ein Showman, also von dem könnte ja Dancing Star sein. Könnte sein, dass du wieder zurückkommst nach Wien oder ist das eher nicht auf deinem Plan? Das weiß ich nicht, oder darüber, dass er mich mag, höre ich zum ersten Mal von dir. Ich weiß manche Dinge, die du nicht weißt. Ja? Na gut, ja? So, was auch immer passiert, ich gebe zu, dass es nicht leicht für mich auf zwei zu Hause zu leben, ja. So, ich verliere mich ein bisschen zwischen Budapest und Wien und manchmal ist auch zu viel das Fahren hin und her. Ja. Klar hätte ich gerne irgendwann, wo es schon anstrengender wird, das ein bisschen aufgeräumt und einen Platz ausgesucht. Ja, du hast in Wien derzeit gar keine Wohnung, du wohnst im Hotel, ne? Ich wohne im Hotel nur, wenn ich die Show beim ORF mache, weil es in der Nähe ist. Ich habe Wohnung in Wien. Verstehe. Und aber das wunderschöne ist Wohnung. Und du kommst tatsächlich erst am Freitag runter, machst dann die Show und fährst am Samstag schon wieder zurück und stehst schon wieder flugs auf der Bühne. Um 9 das in der ist dein Früh. Leben derzeit. Ja, ja, aber weißt du, dass ich dann am Sonntag in der Früh wieder nach Wien fahre, um mich mit meinem Sohn zu treffen? Verstehe.
verstehe. Ja, also ja. Ich fahre 1000 Kilometer pro Woche. Immer wieder hin und her, um den Gabriel zu treffen, deinen Gabriel Skistarsohn. Meinem Starsohn, ja. und auch die Sendungen zu machen natürlich. Und natürlich habe ich hier auch ein zweites Leben, das volle auch, weiß nicht, normale Sachen, Rechnungen, Post, was auch immer, Heizung, das habe ich hier auch alles. Und du hast einen Instagram-Account und da sind ja auch die Wogen hochgegangen. Dort kann man dir folgen. Ja, das ist wie Karina Sarkisova oder was muss man eigentlich? Ja, normal Karina Sarkisova. Ich glaube, da gibt es schon mittlerweile mehrere Karina Sarkisovas. Ja. Aber Gut. Wenn man die anschaut, dann weiß man schon, weißt welche. Wer die richtige ist? Die richtige ist dort, wo in der Petzner Causa die Hölle losgeht. Weil da ist ja wirklich alles los, was man sich nur vorstellen kann, oder? Von glühenden Verehrern, die dir sozusagen ihre Liebe versichern, bis zu wirklich auch sehr hässlichen Leuten, die dir da schon halbert, was androhen, oder? Du, weißt du, wenn es so zugeht, schaffe ich das nicht mal zu lesen, auch wenn ich wollte. Erstens berührt mich das nicht so, wie man denkt. Zweitens, es ist sehr lustig, aber diese Menschen tun mir eher leid oder ich stelle mir diese Tat vor, wo sie über mich schreiben. Da muss man sich ja nach Hause quälen, Karina Sarkisova googeln, dann setzt man sich hin, zu Hause sind vielleicht Frau, Hund und Kinder, wo man sagt, na warte, ich muss zuerst die Sarkisova was Böses schreiben. Dann schreibt man das, ja, dann korrigiert man noch, dass alles richtig ist, dann checkt man noch einmal, dann denkt man, ja, jetzt werde ich sie beleidigen, dann drückt man auf diesen Knopf. Also wie viel muss man für mich Zeit verschwenden, meiner Meinung nach, ja, um sowas zu tun, ja, das ist arm. Ja? Ja. Oder ich meine, eine Ehre für mich, wenn alle plötzlich sich jetzt so... Jetzt bist du ja schon durch viele mediale Gewitter gegangen. Dein Nacktbild, die Nacktbild-Affäre war ja, ich weiß nicht, ob sich der eine oder andere Zuseher noch erinnern kann, nicht noch sehr gut. Das war ja sozusagen ein Mega-Medien-Event. Mhm, ja? Das kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen, wie viel Aufregung und Erregung damals in Österreich um deine Nacktbilder waren. Und jetzt die Petzner-Geschichte. Was ist denn sozusagen das größere mediale Gewitter? Damals die Nacktbilder oder jetzt Sarkisova gegen Petzner? Oh. Gefühlsmäßig bestimmt die Nacktbilder, weil ich war erstens noch ein No-Name in Medienwelt. Ich wusste nicht einmal, dass Journalisten jemanden anrufen und etwas fragen. Ich wusste nicht einmal, wie das Ganze funktioniert. Auf einmal kennt jeder meine Telefonnummer. Ich wurde aus Kuba angerufen, aus Amerika, von russischen Journalisten aus London. Und ich habe mein Telefon angeschaut und dachte, ist das wirklich meins? So, ja. Es hat ständig geläutet. Und dann ist so, Frau Sarkisova. Und ich, von wo, wieso kennt sie mich? Ja. Ich habe fast in Tränen ausgebrochen, weil es so viel war auf einmal. Und ich wusste nicht, wohin damit. Wie damit umgehen und dann so, hat mir jemand eben empfohlen, nicht mein Manager, der dich was hilft. Was du dann gemacht ja, hast. Wo ich dann eben und der dich ja dann so hochgepusht hat, bis du sogar bei Dancing Stars gelandet bist. Ne? Ja, aber da hat es ja, einfach viele, viele Anfragen gegeben. Du hast ja Shows gemacht, du bist nach Österreich gefahren und so weiter. Also die Affäre Petzner, Sarkisova hat noch nicht die höchste Gewitterstufe in deinem Leben erreicht? Eigentlich überhaupt nicht. Erstens, weil ich die ganze Woche jetzt in Budapest war. So, ich lese nicht die frischen Zeitungen, es weiß mich niemand auf der Straße drauf hin. Ich arbeite 10 Stunden am Tag, das wissen nur die wenigsten. Ich glaube, sehr wenige in der Dancing Stars Gruppe stehen um 6 in der Früh auf und gehen um 1 in der Nacht ins Bett, weil sie arbeiten. Du trainierst noch jeden Tag. Wie viele Stunden? Natürlich, wie ja. Viele Stunden also 10 Stunden ist Training und Probe. Nein, es ist Training, ist 1,5 Stunden, danach sind Proben, aber da stehe ich in Spitzenschuhen und schwitze wie verrückt. Ja. Also in Wahrheit hat dich die Petzner-Affäre noch gar nicht richtig erreicht. Nicht erreicht, auch nicht berührt. Ja. Schön, oder? Das heißt, der Gewittersturm ist an dir noch vorbeigegangen. Hoffentlich nicht noch, hoffentlich vorbeigegangen. Und du freust dich auf ein Wiedersehen mit dem Herrn. Ich kann nicht sagen, dass ich mich freue. Ich mag keine Menschen, die aggressives Verhalten ausüben. Ja, so freue ich mich nicht. Ich freue mich sehr auf die Show. Werde genauso wie früher seinen Tanz und auch andere Tänze bewerten. Der Rest interessiert mich wenig. Super. Das war Karina Sarkisova für 3 Tanzrunden bei Fellner Live. Karina, danke vielmals, dass du gekommen bist. Freut mich wirklich wahnsinnig. Ich wünsche dir alles Gute erstens für Budapest,
Zweitens für die nächsten Folgen Dancing Stars, auch dass du es unverletzt überstehen mögest und dass dir nicht irgendein Finger da irgendwo ins Gesicht hineinbohrt. Und dass du möglichst bald in Wien an der Staatsoper zurück bist. Was weiß man? Ein Jahr noch, dann kommt der neue Direktor. Und der, weiß ich, ist ein großer Dancing Star-Fan. Ganz anders als frühere Direktoren. Er war auch Ö3-Chef. In diesem Sinn, liebe Carina, danke fürs Kommen. Gute Heimfahrt nach Budapest und viel Erfolg. Ich danke sehr. Danke für die Einladung. Das war's für heute, meine Damen und Herren. Danke fürs Zuschauen. Ich darf Sie auf Montag hinweisen. Montag gibt es das nächste Fellner Live und da haben wir den Kollegen. Wer, glaubst du, ist das? Von der Carina hier? Nein. Das kann nur Balasch sein, oder? Ah, na gut, ja. Gut, also Montag ist Balasch Eckert hier. Er wird nicht ganz so viel Zeit haben wie die Carina, nämlich so viel Sendezeit. Und er wird, glaube ich, auch nicht so charmant sein, aber zumindest unterhaltsam. Ach, das bestimmt nicht. Also bitte unbedingt am Montag dabei sein, wenn Balasch Eckert hier zu Gast ist bei Fellner Live. Gute Nacht und schönes Wochenende.